Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Spectrops, der Ursprung. Im letzten Part haben wir endlich Kamtunga getroffen und wir haben eine neue Cosmo-Axt gekriegt. Mit der wir die Pfeilung des Gegners durchbrechen können. Und jetzt müssen wir Kamtunga suchen im Lager. Ich glaube, der war hier. Ah, ihr habt es geschafft. Das ist ja auch ein langer Weg. Ich dachte schon, ihr wollt kneifen. Was ist der Eingang zu meinen Gemächern? Es ist eine umgebaute kleine Höhle. Gehen wir rein. Wer sind all die Leute da draußen? Die nur ein paar Gnadiers, die ich angehört habe, um das KIO-System vor den Kuroi zu schützen. Wenn wir einen Namen hätten, wären wir wohl die Kamtunga-Patrouille. Gar nicht mal so schlecht. Wollt ihr etwas fragen, Kamtunga? Wir sind auf der Suche nach dieser Scherbe. Wir dachten, dass du uns sicher auf den richtigen Weg bringen könntest. Gibt es auf dem Planet irgendwelche Ruinen? Ja, ihr meint sicher die Eisruinen. Die Wände besagen, dass dort eine Scherbe versteckt ist. Die findet ihr auf der anderen Gletscherseite, auf unserer Lage lieber. Toll, nichts wie hin. Tut mir leid, das kann ich nicht sagen. Wieso? Das hat viele Gründe, aber in erster Linie, weil es ungeheuer gefährlich ist. Gefährlich für mich, meinst du? Aber du hast mich doch mit dem Crawl gesehen. Ja, ich war hautnah dabei, wie du sicherlich weißt. Es reicht mir! Sag uns einfach, wo die Ruinen sind! Jetzt pass mal auf. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und wenn du das nicht begreifst, ist das noch ein Grund mehr, dir nicht zu sagen, wo die Ruinen sind. Und wenn schon, wir finden sie auch allein. Komm schon, Gina. Warte, Roland. Sorry, er meint es gut. Er ist nur manchmal ein wenig stur. Ja, die Sorte kenne ich. Nein, Waterwall! Wie sollen wir die Ruine ohne Kamtunga zu finden? Brauchen ihn nicht. Es war ein Fehler, ihn überhaupt um Hilfe zu bitten. Mal sehen, letztes Mal sind wir in eine Sackgasse geraten. Also sollten wir... Ich hab's. Versuchen wir den anderen Weg, den Kamtunga nur beiführt. Geh zu den Eisruinen. Wird das ein Spaß, Leute. Aber nicht Spaß, meine ich Spaß. Es wird einfach furchtbar werden. Los. Ich habe ganz schlimme Erinnerungen an diesen Ort. Los. Ich habe noch ganz schlimme Erinnerungen an den Boss. Los. 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 Pinkform ist mir da rein. Sehr gut. Ich kann nicht. Nein, mein Krippus. Ah, jetzt hat man seine wahre Stärke. Er macht mit dem Rummelangriff, der alle trifft, meistens. Da ziehen wir vor, ob Boss noch läuft, die Entwickler folgen. Das wäre gut. Nein, ich würde keinen Stern gefallen setzen. Wir gucken einfach mal vor, Boss noch die Level erfüllt gegen die Level 30. Los. Los.
Ah, noch ein Kryptus, Feuer. Ey, jetzt hätten wir endlich mal ein paar anständige Kryptusse. Komm her! Leider haben wir schon zwei verspielt gerade eben. Das ist schade für mich. Komm her! Los! Los! Oh, das ist noch einer. Wunderbar, Luft. Luft ist sehr gut, denn wir brauchen ja schließlich, wir haben ja schließlich Luftvektor jetzt. Los! Oh, die hat die zu Nase, das ist auch nicht. Komm her! Los! Los! Oh, wie viele Krypten will ich denn hier? Junge? Das ist ja Wahnsinn, das ist ja wie Weihnachten. Los! Vielleicht dann nachher noch ein Level du für die nächste Welt. Ich kann vorstellen, was ich alles habe, Leute. Für die nächste Welt muss ich auf jeden Fall mindestens. Oh, was ist das für ein Loot? Rowan, ist das wirklich der einzige Weg? Mach dir keine Sorgen. Sieh doch, wir sind fast da. Also ich gehe nicht zurück, um mir von Kamtoga anzuhören. Ich hab's ja gesagt. Oh Mann, Rowan, bitte. Jetzt sei doch nicht beleidigt. Er kennt die Gefahr. Er will doch nur helfen. Klar. Oh, sei doch nicht so kindisch. Wieder ein Kryptus weg. Au! Moment, Gina! 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 Toll, dein direkter Weg, Partner. Hey, erschreck mich nicht so. Ich hatte echt Angst um dich. Meine Schuld, sorry. Und? Und Kamtoga hat vielleicht recht gehabt. Ich habe überreagiert. Etwas. Hä? Geht's dir gut? Zeig mal deinen Kopf. Ja, ich weiß. Bescheidenheit ist nicht mein Ding. Ich zieh dich nur auf. Du verträgst das doch, oder? Siehst du, wir hätten bei Kamtoga bleiben sollen, aber das konnte dein Ego nicht verkraften. Du hast recht. Zu viel Einsicht steht dir gar nicht ähnlich. Zu dumm nur, dass du nicht von Anfang an meine Meinung warst. Wie auch immer, wir können nicht denselben Weg zurücknehmen. Suche über einen anderen Weg hier raus. Zieh wieder ein, wollen. Schließlich hast du uns diese Tür gebracht. Ja, rettet die aus der Schlucht. Guck mal da. Noch ein glühendes Fossil. Wir haben sicher schon wieder eine Mission, wenn wir es berühren. Auf den Schlitten reiten. Kamtoga! Wach auf! Kamtoga! Kannst du mich hören? Komm schon! Bleib bei mir! Sorry, Kumpel. Diesmal habe ich wohl echt Mist gebaut. Streng dich nicht so an! Jetzt hör zu. Du musst lernen, dich zu zügeln. Tut mir leid. Halt, Mukabi-Fossil. Der Schwimmreif für Kinder.
du, wenn du nötiges Spin eingehst, fühlst du dich und deine Befahrten in Gefahr. Hantoga wollte nur davon abhalten, selber Fehler zu begehen wie er. Warum hat er das nicht gleich gesagt? Manchmal stehe ich alte Leute und ihre Lektion nicht. Tut nicht so, als hättest du auf deine Seite Worte gehört. Hallo da unten! Ich habe überall nach euch gesucht. Wartet, ich hole euch da raus. Danke, ehrlich, mein Ernst. Du hast uns gerettet. Und ich habe mich echt blöd verhalten. Entschuldige. Oh, ja, vergiss es. Schwamm drüber, okay? Ist es doch. So wie das hier. Und ich will daraus lernen. Ich bin zwar Inspektjobmeister, aber an mir muss ich noch arbeiten. Das ist nicht gerade einfach. Aber das Problem zu erkennen, ist schon die halbe Miete. Letztendlich ist Teamwork unsere beste Chance, diese Monster loszuwerden. Wir müssen trainieren und einen Instinkt entwickeln. Aber das dauert. Und zuerst muss man alles in denjenigen investieren, der einem am nächsten steht. Den Partner. Und du kannst mir ruhig glauben, denn ich hatte mal einen solchen Pakt. Was meinst du mit hatte? Was war los? Er ist Geschichte. Ach, wie dem auch sei. Essen wir etwas und dann los. Ja, Sir! Hat er den Blick auf meine Vergangenheit geworfen? Ich war damals so jung und ich habe mich so stark gefühlt und hatte vor nichts Angst. Aber darauf fing ich an, mit meinem Partner zu arbeiten. Er wollte nicht, dass ich allein in die Qual kämpfe. Aber ich habe nicht auf ihn gehört. Ich dachte, ich könnte es auf eigene Faust schaffen. Und die Pulver waren viel stärker, als ich dachte. Und ich weiß nur noch, dass ich irgendwann am Boden lag. Als wir zu mir kamen, war mein Partner da. Ich war froh, am Leben zu sein. Aber ich schämte mich auch. Ich glaube, das war der erste, das einzige Mal, dass mein Partner Emotionen zeigte. Von nun an kann ich sicher vergessen. Ich wollte zu belehren. Na, Katoga, vor allem, was wir erfahren haben, weiß ich, was Sache ist. Bitte verzeih mir. Müsst du uns vielleicht sagen, wie man es heißt und ihnen bedankt, bitte? Wow, du bist auf einmal so höflich. Hey, sei nachsichtig mit mir. Ich tue mich schwer mit solchen Sachen. Haha, das Gefühl kenne ich nur so gut. Hör zu, ihr beiden, die Kurse sind ein harter Gegner. Wir müssen besiegen, das Team aber weiter fordert. Ich hatte früher auch Partner. Sie waren gute Freunde, aber einer von ihnen hat Zeus. Damit habe ich mir geschworen, alles zu tun, um meine Freunde zu beschützen. Komm, Tuga. Jetzt habe ich den Rest meines Lebens hier über Gefühle geredet. Bevor ich es vergesse, das ist für euch. Den Cosmo Blaster. Sie werden Waffenwürfe für den Cosmo liegen. Ein Blaster-Modus-Wurf, um genau zu sein. Ermöglicht euch einen Fernangriff. Ist aber etwas schwächer als andere Waffen. Du bist der Beste. Warte, bedankt euch nicht. Ich habe noch was für euch. Noch etwas hier, ich kann das euch nicht einfach so geben. Na, Katoga, ich bin mal ganz gespannt. Ich baue das nicht lange auf die Folter. Haha, keine Sorge, ihr kommt mir schon noch früh genug. Zuerst müsst ihr einen kleinen Test bestehen. Ein Test? Naja, müsst beweisen, dass ihr voll aus guten Speckmeister seid. Ich muss auf Kosten legen, bis zum Anschlag muss ich mal kurz Föhle und Zylinder kommen. Um 6 erwachsene Inspektor und Inspektor ist für 3 Jungen für die Suche? Genau, bildet alle Plätze aus Kosten mit einem. Zeigt sie mir anschließend. Und dann kennst du es dann, ja? Okay, los, wieder an die Arbeit. Das haben wir doch schon. Ah, seid zurück. Habt ihr alles weg, ob ihr mitsammeln solltet? Mal sehen. Ich nehme alles, was man sind belegt. Gute Arbeit. Ich alles mit, was euer neues Projektmeister als Kaiser benötigt. Das hier ist für euch. Nur zu, ihr habt es euch verdient. Erhalten den Cosmo-Schlüssel. Jetzt können wir endlich diese Steilplatten aufmachen. Dagao, was ist das? Das ist der berühmte Cosmo-Schlüssel. Er ist der Beweis, dass ihr wahres Peppermeister seid. Jeder Peppermeister hier in Kaiosim hat ihn getragen, auch mein Ex-Partner. Dann ist es also eines deiner berühmten Andenken. Wir können uns unmöglich annehmen. Seid nicht albern, der Cosmo-Schlüssel gehört in die Hände von Peppermeistern. So einfach ist das. Und er ist genau der Richtige. Oh, danke. Kamtura, ich werde ihn mit Stolz tragen und gut darauf aufpassen.
Ja, das wusstest du. Du nutzt seinen Rechtsbesitzern eine neue Fähigkeit. Eine neue Fähigkeit? Ja, ihr habt die Steinmarkierung bemerkt, die über einen Karussell verstreut sind. Darin sind legendäre Waffen verlegt, die nur Spectre-Meister verwenden können. Legendäre Waffen? Das geht gut. Nicht so schnell. Kostenschutz ermöglicht es euch, an die Waffen zu gelangen. Die Quoll werden immer stärker. Ihr solltet besser eine legendäre finden, bevor ihr in die Ruin geht. Doch zuerst müsst ihr eine Steinmarkierung finden. An der Stelle würde ich sofort zur Suche beginnen. Sobald wir eine legendäre Waffe haben, sage ich euch, wo die Eisgebiete sind. Okay. Finde eine legendäre Waffe. Gut, kein Problem. Du liebst Aufmerksamkeit, was? Wir haben schon mehrere gefunden, gesehen. Du liebst Aufmerksamkeit, was? Am besten wäre jetzt so eine Feuerwaffe gegen den Eis... Nee, warte mal, eine Luftwaffe. Los. Ja, wir haben schon sehr gefunden. Ich suche nach einer legendären Waffe. Wisst ihr, dass es euch hier auf der Markierung gibt? Nächste ist auf dem Schneefeld. Eine Wassereigenschaft bei ihr müsst ihr... Ja. Ist Wasser dabei? Nee. Holen wir schnell Wasser und holen uns erstmal die Steinmarkierung, die hier ist. Die haben wir schon mal gesehen, mal ganz kurz. Ganz fusselig. So. Sicher werden ja kein Feuerwerk brauchen. Das bin die legendäre Waffe ab. Los. Wir brauchen eine legendäre Waffe. Ja, so eine legendäre Waffe auch nicht, also. Sie haben quasi bloß eine Eigenschaft. Feuer, Wasser, Wind, Erde und halt Luft. Oder, ja, Wind ist ja Luft, naja, das ist bloß meiner. Aber halt eine Eigenschaft. Du lebst Pflanze, Wasser. Was? Los. 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 Okay, wir finden doch noch blaue Minereien. So, da wollen wir die Barriere nochmal sprengen hier. Los. Damit. Ah, jetzt machen wir sie weg. Danke. Einen Paga-Blaster. Das ist eine geile Waffe. Kamtura meinte, dass ich die Macht der Tizias-Ressort in sich trage. Meister haben sie Markierung für sie uns unterlassen. Ja, sie haben eigentlich ja vorausgesehen, dass spätere Nationen die kleine Krise bewältigen müssen. Warum sind sie sicher? Die erste, die noch mit Leuten besitzt. Es können wir diese Bohr fast machen. Sie müssen sich verteidigen. Wie damit Meister. Erzähl mir, was jetzt so wir neu verbunden haben. Okay, ich muss sehen. Ja, den Blaster wollen wir uns ja noch angucken. Können wir noch gleich mal die besseren Blaster anlegen.
sogar, wie sagt man, schwächer als der Blaster hier. Hat aber Wassereigenschaften. Und sieht cooler aus, aber ist halt schwächer. Aber dafür hat er die Eigenschaften. Teste ihn mal in einen Kampf. Los. Da ist schon einer. Ikule! Los! Ah, schießt drei auf einmal, das war das Problem. Aber auf die Füße ist vielleicht gar nicht so praktisch, weil die hier zurückreflektieren. Ich glaube, der normale schießt bloß ein Ball. Also ist der Parkerblaser doch schon besser. Naja. Ich würde sagen, nächstes Mal können wir uns dann auf den Weg zu den Eisruinen machen. Das wird ein Spaß. Schauen wir uns noch das Gespräch mit Kamtoga an. Toga, wir haben eine legendäre Waffe. Gute Arbeit, ihr beiden. Jetzt seid ihr bestens für den Kampf gegen die Kohle ausgerüstet. Ich habe gehört, dass die legendären Waffen die Kraft der Terraform besitzen. Ich bedeutet, dass eine legendäre Waffe für jeden Territorium gilt. Die Waffen unterscheiden sich durch ihre Kraft und Techniken. Findet möglichst viele, um stärker zu werden. Wenn wir dabei sind. Ich habe was für euch. Ah. Von uns Memo. Datendisrespektmeister vom WCR, den er hat noch nicht zurück. Vielleicht hilft ihr euch ja irgendwie. Ich habe mir versprochen, den Weg zu leisten und zu erklären, wenn ihr Lenkdämpfer habt. Zeigt bei der Schlucht nach rechts, Bichtner, wenn ihr das Gletschertal betretet. Er führt zu einem Eisruinen. Ihr könnt es schaffen, also macht euch auf den Weg. Aber seid vorsichtig, es wird kein Kinderspiel. Verstanden. Danke, Kamtoga. Ja, danke für alles. Nächstes Mal werden wir dann zu den Eisdruiden gehen. Auch vorspeichern wir nochmal. Weil Speichern ist immer wichtig. Da noch was? Spot. Gehen wir dann zu den Eisruinen. Macht's gut und auf Wiedersehen.